Will mal jemand abchecken, ob es die Wohnung auf, wie heißt das gibt? Auf Airbnb? Ey, ich hab sie gefunden! Ich hab sie gefunden, Leute! Hier, Bruder. Guck jetzt, hier. Leute, mit mir, ich check sowas direkt! Direkt check ich das! Ein Tag mit einem Callboy. Frauen bezahlen ihn für Sex. Ihn bezahlen Frauen für Sex. Ich habe mich in meinen Videos ja schon mit verschiedenen Bereichen der Sexarbeit beschäftigt. Und dabei kam in den Kommentaren immer wieder eine Frage auf, gibt es auch Männer, die Sexarbeit anbieten? Und ja, die gibt's, und zwar sogenannte Callboys. Callboys bieten so wie weibliche Escorts sexuelle Dienstleistungen für Geld an, nur halt auch für Frauen. Ich habe das Ey, aber wie kann man Callboy werden? Hört sich voll interessant an. Gefühl, dass man von männlicher Sexarbeit im Vergleich zu weiblicher gar nicht so viel mitbekommt. Und deswegen bin ich heute mit Noah verabredet. Er arbeitet als Callboy und wird mir hoffentlich alles Noah? Das ist aber nicht der Zukunfts-Noah. Wie häufig triffst du tatsächlich jemanden? Also ich glaube, hauptberuflich würde das nicht mal wollen zu machen. Ich mache das nebenberuflich tatsächlich. Ein paar Mal im Monat kommen ein paar Anfragen, weil für mich ist es wichtig, dass es immer noch was Besonderes einfach ist. Und wenn du wirklich jeden Tag oder jeden zweiten Tag das machen musst, dann ist das Feeling einfach nicht da. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Okay. Ja, verstehe ganz genau, was er meint. Ne? Diese Aufregung, dieses Feeling und alles, ne? Paar Mal im Monat kann man machen, Leute, auf entspannt. Heißt, wann hast du dein nächstes Date? Tatsächlich heute Abend. Heute Abend? Ja. Okay. Dann können wir Ey, so ein Fake, ne? Als ob er sich genau an dem Tag trifft und am selben Tag ein Date hat, obwohl er das nur paar Mal im Monat macht. Diese geplanten journalistischen Fragen. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, Callboy zu werden? Ich glaube, damals hat ein Freund von mir von ähnlichen Sachen einfach erzählt. Es gibt irgendwelche im Internet Seiten, wo man irgendwie sowas anbieten einfach dann kann. Und da bin ich einfach drauf aufmerksam geworden und ja, habe dann angefangen da zu recherchieren. Lieber Twitch und TikTok oder Callboy? Boah, schwierige Frage, ne? Im Prinzip machst du bei beidem das Gleiche. Du lässt dich am Ende, obwohl als Callboy, als Escort-Dame lässt du dich ficken. Obwohl Callboy kann ich auch ficken lassen. Die Schuhe kannst du gleich anlassen. Magst du auch gleich einen Kaffee? Ja, voll gerne. Wie kann man dich eigentlich buchen? Also wie finden dich deine Kundinnen? Ganz einfach über eine Homepage. Kannst du mir mal zeigen, wie das so aussieht, ja, so klar, ein Profil? Ja. Wie zum Beispiel, das ist die Webseite. Callboys. Ah, mit kurzen Haaren gefällt er mir nicht. Findet ihr ihn hübsch mit kurzen Haaren? 12 Bewertungen, immer 5 Sterne. Alter, was kann doch nicht sein? Alter, ich melde mich direkt an. Wenn es hier schon keine Unterstützung gibt, Callboy. Lassen Sie sich entführen in eine aufregende Welt. Stehen die gerade vor einer Moschee? Das ist doch ein Placement für die Seite. Also bei mir persönlich tatsächlich hat sich so rausgestellt, dass reifere Frauen mich tatsächlich mehr einfach dann buchen. Okay. Das heißt, alles ab 35, 40, 45, weil ich einfach die auch attraktiv einfach finde. Nicht vom Äußerlichen, sondern wirklich von dem Mindset, von der Lebenseinstellung. So eine Unterhaltung mit einer 40-Jährigen ist gar komplett anders wie eine Unterhaltung mit einer 20-Jährigen. Obwohl, ich hatte auch mal schon die Frage, wo zum Beispiel auch meine Jüngste war. 18 tatsächlich. 18? Ja, 18-jährig. Okay. Ja, aber normalerweise, wie gesagt, zwischen 30 bis 45, das ist genau auch Alter, wo ich am meisten Vergnügen habe, tatsächlich mit den Frauen zu machen, generell Zeit zu verbringen. Also das heißt, du stehst auch so ein bisschen auf ältere Frauen oder so mittelalte Frauen? Die Frauen, die ich hier kennengelernt habe. Ey, der macht einfach nur Eigenwerbung, der Typ. Deshalb. Der ist schlau. Hast du denn auch Kundinnen, die irgendwie in einer Beziehung sind oder verheiratet oder so? Ich hatte mal die Frauen, die verheiratet waren, aber auch die, die einen Freund haben, aber auch viele Singles. Da hast du dann kein schlechtes Gewissen, wenn du jemanden triffst, der verheiratet ist oder so? In dem Sinne nicht, weil ich hatte auch mal einen Kunden gehabt, die hat mir danach auch noch berichtet, dass nach unserem Treffen ihr Privatleben auch dann besser geworden ist. Guck mal, das ist doch korrekt, Leute. Fickt verheiratete Frauen. Hallo. Fickt verheiratete Frauen und danach läuft deren Privatleben besser. Merkt euch das einfach, ne? Auf der Straße keine Single-Frauen ansprechen, wenn du es mit ihrem Mann und der Mann ist kurz abgelenkt. Er guckt nach links, er guckt nach rechts oder er wartet draußen vor der Drogerie. Dann gehst du rein und sagst zu ihr, hey, willst du, dass euer Eheleben besser läuft? Dann schlaf mit mir.
Komm jetzt mit. Am besten in die Fotobox-Kabine. Fotofix. Im Fotofix fick ich dich fix. Komm. Ja, dann lass ich dich kurz mal hier alleine. Ja. Dann kannst du dann in Ruhe deinen FaceTime-Call machen. Bin gespannt, was du berichtest. Hey, grüß dich. Oh, mit einer Flasche Wein. Aber woher wissen wir jetzt, ob er wirklich telefoniert oder ob es fake ist? Alles bestens, wie geht es dir? Ich habe mich sehr gefreut über deine Anfrage, tatsächlich. Sehr gefreut. Also, nur damit ich es gestehe, sehr lange Beziehung hattest du gehabt. Und wie lange? Okay, dann lassen wir ihn mal in Ruhe. So, du bist fertig. Sehr interessantes Gespräch tatsächlich. Mega cool. Was war das jetzt für eine Frau? Sie war in der Beziehung. Der sieht aus wie Shahid irgendwie, oder nicht? Sie einfach bekommen möchte. Ein bisschen jünger tatsächlich diesmal, ja? Sozusagen. Wie alt? 27, 28. Ah, okay. Bin echt sehr... Ey, da merkst du, dass er Scheiße labert. 13 Jahre zusammen und sie 27, 28, Leute. Als hätte sie einen Typen, seitdem sie 14 Jahre alt ist. Ey, bitte. Bitte, bitte, bitte. So fake, Alter. Das Video ist so ein scheiß Fake. Ey, das ist so schlecht gemacht, Leute. Sie ist 27 oder 28 und seit 13 Jahren war sie in einer Beziehung. Also mit 14, 15. Ey, bitte, Bruder. Bitte, Bruder. So ein Fake-Gespräch. Ein Problem damit, immer abliefern zu müssen? Also ich stelle mir das gar nicht so einfach vor als Mann. Ich habe ein Vergnügen daran, einfach da abzuliefern. Natürlich hatte ich mal auch eine Phase, wo ich die Frau so attraktiv fand und beim ersten Mal einfach viel zu schnell gekommen einfach bin. Und das ist überhaupt kein Problem, da unterhalten man sich irgendwie dann eine Viertelstunde, 20 Minuten und dann bin ich wieder am Start. Und dann bin ich wieder, hey, das Video ist so fake. Das ist einfach von oben bis unten ein Fake-Video. Hattest du denn schon mal irgendwelche skurrilen oder ungewöhnlichen Wünsche oder Anfragen? Ja, ein oder andere tatsächlich. Als erstes, wo ein Mann mich irgendwie gebucht hat, damit ich einfach seine Frau einfach zum Höhepunkt bringe, in dem Sinne. Mhm. Das war einfach recht. Habt ihr gehört? Er meinte ficken. Hier. Als erstes, wo ein Mann mich irgendwie gebucht hat, damit ich einfach seine Frau einfach... F. Was heißt F? Und dann kam ein Cut. Dann meinte er zu ihm, nein, red nicht so im Video. Sag lieber Höhepunkt bringen. Höhepunkt bringe, in dem Sinne. Deshalb zeigt jetzt die Kamera auf ihn, damit man diesen Cut nicht merkt. Das war einfach recht interessant, aber was auch ungewöhnlich ist, wo auch der Mann einfach dabei war und da musste auch meine Grenzen ein bisschen einfach überwinden, weil ich weiß nicht, hattest du schon mal Sex gehabt, wo noch eine dritte Person zugeschaut hat? Nee, tatsächlich noch nicht. Ja, war auch. Tomatolix hatte sowas schon mal. Hier, guck mal. Schon mal Sex gehabt, wo noch eine dritte Person zugeschaut hat? Nee, tatsächlich noch nicht und reibt sich an den Beinen. Das sind immer Anzeichen für Lügen. Nee, noch nicht. Mhm. Ja. Tomatolix hatte schon seinen Dreier. Dieses Gefühl tatsächlich, dieses Gefühl, wo die Frau am Höhepunkt einfach dann ist, das tönt mich auch am meisten an. Ja, wenn sie auf den Bauch legt und ich sie einfach von hinten einfach dann nehme und jetzt genau in diesem Moment, wo sie wirklich einfach dann kommt und ich spüre das auch unten, dass das wirklich... Ey, bitte, bitte, nochmal. Ey, der Typ ist niemals Callboy, der redet wie ein Kanake. Bruder, wenn ich die von hinten nehme und die liegt auf Bauch, Bruder, und dann merke ich, die kommt jetzt, diese Hurentochter. So redet der. Wenn sie auf den Bauch legt und ich sie einfach von hinten einfach dann nehme und jetzt genau in diesem Moment, wo sie wirklich einfach dann kommt und ich spüre das auch unten, dass es wirklich einfach ganz heiß geworden einfach ist, sprachlos einfach ist, wenn du einfach diese Aussicht einfach dann hast und denkst... Der Tomatolix, geil gemacht. Leute, der hat den geil gemacht. Achtet mal darauf. Heiß geworden einfach ist, sprach. Guck mal hier auf die Hose. Der ist seine Augen und so. Der erinnert mich gerade wirklich an Halim. Morgen und heute hat sie sich gewünscht, mal vor dem Seminar eine schöne Zeit mit mir einfach zu verbringen. Okay, das... Ah, krass. Er hat Spiegel, Leute. Er ist schlau. Er hat seine Wohnung schon sehr, sehr gut eingerichtet, ne? Will mal jemand abchecken, ob es die Wohnung auf, wie heißt das gibt? Auf Airbnb? Vielleicht ist es gar nicht seine Wohnung. Wartet mal ganz kurz, Leute. Ich muss jetzt kurz bei Airbnb gucken, ob es wirklich seine Wohnung ist. Ey, ich hab sie gefunden. Ich hab sie gefunden, Leute. Hier, Bruder. Guck jetzt, hier. Leute, mit mir, ich check sowas direkt. Direkt check ich das.
Die werden uns jetzt sagen, ja, wir haben das nur gebucht für einen Drehort. Nein! Die haben uns das verkauft, das wäre seine eigene Wohnung. Bruder, du musst doch nicht sagen, es ist meine Wohnung. Er hat es aber voll verkauft, als wäre es seine Wohnung. Wie er da saß, wie er den Kaffee getrunken hat, wie die so gechillt haben, wie die sich unterhalten haben. Das sollte uns schon, wie heißt das? Das Gefühl verkaufen, dass es seine Wohnung ist. Ach, okay, krass. Er hat auch kommentiert. Im November. Felix. Alles bestens. Die Wohnung ist gut ausgestattet. Die Kommunikation war sehr freundlich. Bro, die wollten uns das verkaufen, als wäre es seine eigene Wohnung. Die können sagen, was die wollen hinterher. Normalerweise bucht man sich ja auch sowas für einen Dreh. Keiner macht das privat bei sich zu Hause. Bro, ich bitte dich. Die Schuhe kannst du gleich anlassen. Da, Leute. Ich hab ihn gefickt. Er wird jetzt sagen, ja, er bucht ja diese Wohnungen, weil er das nicht bei sich zu Hause macht. Die Schuhe kannst du gleich anlassen. Hier, hier, hier. Die wollten uns das verkaufen, als wäre es seine Wohnung. Magst du auch gleich einen Kaffee? Ja, voll gerne. Wie kann man dich eigentlich buchen? Also er schreibt, tolle Kommunikation. Ne? Alles lief super. Und der andere hat aber den Schlüssel, obwohl Felix die Wohnung gebucht hat. Wie wollen die sich da rausreden? Hey! Guck mal jetzt. Seht ihr den Wein, den er dort trinkt? So noch vor einem Gespräch trinkt er mal gerne so ein bisschen Wein und dies und das, ne, tralala. Ich sag euch, warum er den Wein trinkt. Seht ihr hier auf dem Bild? Die packen die immer eine Weinflasche mit rein. Dann hat er sich gedacht, komm, ich trinke diesen Wein mal, das kommt heftig fürs Video. So, damit das so authentisch aussieht, das ist mein Zuhause. Ey, so lustig, so lustig. Ey, Leute, egal. Da merkt ihr auf jeden Fall, Leute, viel wird gefaked im Internet. Ich hab's gespürt, Leute.